Steigerkapelle. Wie heißt ihr denn? Das Herner Bergorchester. Das Herner Bergorchester. Ein Applaus für das Herner Bergorchester, die uns den ganzen Weg entlang begleitet haben, die unermüdlich gespielt haben. Und ihr, die ihr diese Kapelle mit eurem Gesang begleitet habt, bitte applaudiert euch doch mal selber. Ja, bravo, wir sind gut. Ja, wir sind gut, wir wohnen in Steele. Alles ist in Ordnung. Und nun kann ich noch sagen, wir hatten einen wunderbaren Flug. Wir haben so viele Länder überflogen. Und hier in Steele ist der Himmel auf einmal aufgerissen. Und die Sonne war sogar da. Und ich habe mich gefreut, so viele liebe Kinderlein zu sehen, die darauf warteten, dass wir vom Himmel herabgestiegen kamen. Denn vom Himmel hoch, da kamen wir her. Und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streifte durch den dunklen Tann, da rief es mit feiner Stimme mich an. Hallo, Nikolaus, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Flieg auf die Erde und verteile die Sachen, die großen und kleinen Freude machen. Das Wichtigste aber bedenke, die braven Kinder aus Steele warten auf Geschenke. Leichter gesagt als getan. Die Rentiere wollten nicht mehr laufen. Sie brauchten eine Pause und mussten verschnaufen. Sie haben im Advent schon so stark gelitten. Darum kamen wir mit diesem Himmelsschlitten. Aber auch ich habe Wehwehchen und bin nicht ganz fit. Darum bringe ich euch heute ein Engelchen mit. Sie haben sich sofort bereit erklärt, als ich sie bat, mitzukommen. Und sie sagt, jawohl, die lieben Kinder von Steele zu beschenken, finde ich toll. Und darum kann ich euch sagen, wir haben Geschenke vorbereitet. Wir haben kleine Päckchen hier zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich kann euch sagen, wer mir jetzt ein Gedicht oder in irgendeiner Weise ein Lied vorsingt, dem werden wir eine wunderschöne, vorher gepackte Tüte geben. So, stell mir doch bitte mal meinen Thronsessel so ein bisschen nach vorne, damit ich ein bisschen an die Bühne komme. Das machst du ganz wunderbar. Ja, ganz toll. Ja, dieser Prunksessel, der ist ja wie für mich geschaffen. Und nun bin ich mal gespannt, welche Kinderlein in der Lage sind, mir ein schönes Gedicht vorzustellen oder ein Liedchen zu singen. Und dann wird es mit einer Tüte beschenkt. Und wenn nachher noch Tüten über sind, dann verteilen wir die hier ganz lieb und brav. Ihr müsst nur ganz lieb sein, guten Tag sagen, euch vorstellen, wie ihr heißt. Also ich heiße Marietta, ich heiße Lara, ich heiße Paul, ich heiße Ingo, ich heiße Maximilian. Und darum warte ich jetzt auf das erste Kind, was sich hier schon angemeldet hat. Möchtest du mir auch ein Gedicht sagen? Gleich? Hast du Lust? Dann kannst du nachher zu mir kommen, ja? Bin ich ja mal gespannt. Geh doch mal nach da vorne
Aber bleib erstmal ein bisschen hier. Ich glaube, dass dort jetzt schon ein Kindlein kommt. Und so lange gucke ich hier über das wunderbare Stele. Dazu oder singt ihr im Duett? Wie heißt du denn? Ich heiße Lola und wir singen zusammen. Wie heißt du bitte? Lola? Ei, Lola und Lea. Da bin ich immer gespannt. Und welches Lied singt ihr? Der Nikolaus ist hier. Der Nikolaus ist hier. Ach ja, der Nikolaus ist hier. Da bin ich immer gespannt. Kommt mal ein bisschen näher zu mir. So, ein bisschen näher zusammen. Und nun, Lea und Lola singen, der Nikolaus ist hier. Der Nikolaus ist hier, schon klopft es an die Tür. Wir rufen laut herein, da tritt er bei uns ein. Sei gegrüßt, lieber Nikolaus, wieder gehst du von Haus zu Haus. Alle Kinder lieben dich, warten schon und freuen sich. Teilst du dann deine Gaben aus? Dankeschön, Dankeschön.